Ja, hallo, ihr Lieben. Das ist Sam Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach und so weiter und so fort. Lasst mir gerne ein Like da, ein Abo oder auch Kanalmitgliedschaft. Das hilft immer dem Algorithmus ganz nice. Und meine Arbeit findest du auf liebeschipp.de. Es lohnt sich auch gerade sehr, meinen Newsletter mal zu abonnieren. Und heute haben wir mal wieder eine Mail. Es geht da um eine Trennung nach einer langjährigen Beziehung mit Kindern und so. Und die Fragestellerin, ja, kämpft mit Schuldgefühlen, obwohl sie die Beziehung eigentlich destruktiv fand. Und ja, schau mal rein. Lieber Christian, ich bin großer Fan deiner Videos. Sie haben mir, glaube ich, echt geholfen, Muster an mir zu erkennen und ich merke, wie ich mich weiterentwickle. Zu mir in den 40ern, guter Job, zwei Kinder im Grundschulalter und seit fast 3 Jahren von meinem Mann und Vater meiner Kinder getrennt. Ich habe mich getrennt wegen wiederholten Fremdgehens. Da seht die Kinder am Wochenende. Ich bin sonst allein in charge. Das ist mein Problem. Ich war bis vor kurzem in einer neuen Beziehung, die wohl ziemlich toxisch waren. Es waren die klassischen Phasen von Lovebombing, Fast-Forwarding über Kritik, immer wieder Schweigebehandlung. Wenn du diese Begriffe nicht kennst, auch alles in meinem Modul 1 mit drin. Mega-Kontrolle bis zum Nachstellen und dann der Abschuss. Natürlich alles mehrfach im On-Off-Modus. Versöhnung zwischen uns waren durch Schuldumkehr und Versöhnungs-Bunga-Bunga geprägt. Wahrscheinlich ein echter Klassiker. Alle Freunde und die Familie mochten ihn nicht. Der Abschluss erfolgte, als ich komplett am Boden war. Das Ganze ging über ein Jahr. Ich fühle mich psychisch und physisch nicht gut. Ja, sehr erschöpft, aber mit meiner Ärztin darüber gesprochen. Zum Ende der Beziehung kam es, das muss ich zugeben, durch ein doofes Verhalten von mir, mit dem ich ihn verletzt habe. Es ging um eine geplante Reise, die ich dann irgendwie selber durchkreuzt habe, ohne es mit ihm abzusprechen. Dafür habe ich mich bei ihm auch entschuldigt. Er hat daraufhin die Beziehung beendet, nachdem er 2 Wochen lang nicht mit mir gesprochen hatte. Aus seiner Sicht war ich es, die 2 Wochen nicht mit ihm gesprochen hat. Das versteht sich an dieser Stelle von selbst. Nun zu meiner Frage. Ich erkenne alle meine alten Muster wieder. Mein Verstand sagt mir, dass ich froh sein sollte, dass es vorbei ist. Ich bin aber hin und her gerissen zwischen schlechtem Gewissen, Schuldgefühl, aber gleichzeitig auch so wütend über sein Verhalten und auf mich, dass ich nicht viel früher ausgestiegen bin. Ja, gut, du hast ja jetzt, also du schreibst ja relativ wenig jetzt über die Beziehung. Also wer hat jetzt was von diesen Sachen gemacht? Ich vermute mal, dass du meinst, dein Partner hat das gemacht. Das ist natürlich so, wenn man, ob jetzt Minuspol, Pluspol, also du siehst dich wahrscheinlich als Pluspol, nehme ich mal an. Wenn man als Pluspol in so einer toxischen Beziehung ist, ja, geht man selber, man geht selber vor die Hunde, man wird selber, ja, wie soll ich mal sagen, immer anfälliger, immer gestresster, immer dünnhäutiger. Man verliert selber immer mehr die Mitte und fängt selber an, Sachen zu machen, die nicht optimal sind, weil man so getriggert, gestresst ist. Und das ist auch keine, da kann man jetzt auch nicht dem anderen die Schuld geben, muss man schon selber für Verantwortung übernehmen. Aber das ist eben Teil dieser, so einer Beziehung, wo man auch nicht drin sein sollte, so, ne? Jetzt kann dann, wenn ich das so richtig verstehe, hat er eigentlich mehr Sachen gemacht aus deiner Sicht. Du hast jetzt auch irgendwas beigetragen und machst dich jetzt fertig dafür. Aber ja, das sind natürlich Sachen, die müsste man, ich habe jetzt natürlich keine Glaskugel. Wenn du das Gefühl hast, es triggert dich total an und löst irgendwelche Gefühle aus, die du gar nicht nachvollziehen kannst. Ja, ist natürlich, du hast ja auch, später schreibst du nochmal, dass du Herzrasen und also so heftige emotionale Sensationen hast, ja, kann man natürlich auch, weil ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt in Richtung konkreter Diagnosen geht, muss ja deine Ärztin sagen, dann aber kann natürlich auch eine Therapie Sinn machen, um zu gucken, ob das jetzt irgendwas anträgert, dass du vielleicht als Kind schon immer ganz schön Schuldgefühle gehabt hast, weiß ich jetzt nicht. Aber häufig übernimmt man als Pluspol zu viel Verantwortung. Ne? Man macht sich selber einen Kopf, während sich der andere, das ist eigentlich immer so der Klassiker, du machst den riesen Kopf, während der andere sich überhaupt keinen Kopf macht. So, ne? Und einfach, weiß ich nicht, vielleicht egoistisch dann Ding macht und dann meldet er sich eben 2 Wochen nicht und dann wird eben Schluss gemacht oder dies oder jenes. Und das ist schon so typisch Pluspol, dass man sich total fertig macht, weil du jetzt auch irgendwas gemacht hast. Aber allein schon diese Haltung ist sehr pluspolig, ne? Also, wie gesagt, es geht immer darum, mehr in die Mitte zu kommen. Und in die Mitte kommen heißt auch, dass
dass man sich das eine oder andere ein Stück weit vom Minuspol abguckt, nämlich dieses ja an sich abtropfen lassen, sich nicht so in Frage stellen, mal an sich denken, nicht immer an die anderen, einfach mal machen. Das könntest du dir quasi, ob du das jetzt von ihm abguckst oder nicht, ist ja egal, aber das wäre für dich, glaube ich, wichtig. Das ist quasi genau das Gegenteilprogramm zu dem, was du jetzt machst. Dass du halt sagst, nee, natürlich ist das in Ordnung und da habe ich mich eben zwar auch nicht gemeldet und er hat sich auch nicht gemeldet oder ja, habe ich eben diesen Urlaub durchkreuzt, ja, war scheiße, aber er hat auch tausend Sachen gemacht, die scheiße sind. Also das wäre wahrscheinlich eine konstruktivere Haltung, sich das auch zu verzeihen, dass man selber ins Schlingern kommt in solche Beziehungen. Und es geht ja auch gar nicht darum, jetzt die Schuld aufzuteilen, das bringt dann sowieso nicht weiter, sondern es geht, aus meiner Sicht, geht es darum zu sagen, hey, das war eine dysfunktionale, toxische Beziehung, wir haben uns beide nicht gut getan, zumindest er mir nicht und ja, wir haben vielleicht beide irgendwas gemacht, aber das müssen wir jetzt nicht aufrechnen, weil das führt sowieso, das führt zu keinem anderen Ergebnis, also selbst wenn du jetzt, wenn da jetzt irgendein Schiedsrichter kommt und sagt so, das ist deine Schuld, das ist die Schuld deines Partners und hier ist dein Haufen, da ist sein Haufen, ja, es ändert nichts an der Beziehung, wie sie war, dass sie nicht gut getan hat und dass sie Anteile erhalten, also dysfunktionale Verhaltensmuster, Kommunikationsmuster enthalten hat. Daran ändert sich ja nichts. Ja, dann hast du eben auch an irgendwas Schuld, ja. Und das ist, also das, ich plädiere ja immer, also das werde ich auch in meinen neuen, also diesen Glückskursen, die ich da mache, werde ich das auch, wenn wir es auch weiter verfolgen, für so eine, findest du unter diesem Mentalheld-Programm da auf meiner Webseite, für so eine Werteorientierung. Werteorientiert seine, die eigenen Werte, nicht irgendwelche abstrakten Werte und sich darauf zu fokussieren und dieses ganze Rauschen, dieses ganze Radio, was da im Kopf läuft, auch einfach durchlaufen zu lassen. Ne? Ja, dann sagt dir eben eine innere Stimme, ja, du warst schuld daran, aber sagt, das können ja auch gut so Eltern-Introjekte sein, ist auch egal, aber ja, dann sagt das eben eine Stimme und du sagst, ja, und du aber von deinem handelnden Ich sagst, ja, drauf geschissen, war eine scheiß Beziehung, hat mir nicht gut getan, musste beendet werden, fertig, ist uninteressant, wer jetzt welche Schuld an was hatte, war on-off, hat nicht gepasst, nicht kompatibel, fertig, next, und mal überlegen, warum, davor war ja scheinbar auch wiederholtes Fremdgehen vom Mann, weil er ist ja auch nicht so toll, also warum stehst du auf solche Partner? Wie hängt das mit deinem Leben zusammen? Da kann natürlich auch Modul 1 vielleicht Antworten liefern. Und ja, Liebeschip umprogrammieren, Beuteschema ändern. Aber what's done is done, ne? Also die Beziehung ist jetzt so gelaufen. On, off, nicht kompatibel, next. Also das ist, was ich euch rate, das Ganze drüber nachgrübeln. Ich weiß, das gehört wirklich total zum Pluspol dazu, dieses ewige drüber nachgrübeln. Was wäre denn gewesen, wenn ich das gemacht hätte? Ja, wäre trotzdem auseinandergegangen. Was wäre denn gewesen, wenn ich, wenn ich nicht diesen Urlaub durchkreuzt hätte? Ja, wäre es vielleicht 2 Wochen später zu Ende gegangen. Ja, also vielleicht hast du ja auch unbewusst, weiß ich jetzt nicht, das durchkreuzt, um es einfach zu Ende zu bringen irgendwie, ne? Kann auch sein. Also ich würde das mehr von hinten raus denken, zu sagen, okay, hat nicht funktioniert, ist vorbei. Also ich bin ja, wisst ihr vielleicht, ich bin kein großer Fan der Vergangenheitsarbeit. Abgehakt, er hat seine Chance gehabt, Mund abwischen, natürlich schon analysieren, was ist da passiert, warum verdammt nochmal stehe ich da so drauf? Der hat seine Chance gehabt, der ist raus, nächste. Ja. Aber irgendwie hilft mir das zumindest im Moment nicht weiter. Ja, weil du kriegst diese Gedanken, du kriegst die nicht wegdiskutiert. Ne? Ja, also dann deswegen ist manchmal ignorieren, also ist meine Meinung, ignorieren manchmal besser, als dieses immer wieder diskutieren mit diesen, ah, ich habe so Schuldgefühle. Ja, aber ich meine, du bist ein Mensch. Jeder Mensch macht Sachen, die er im Nachhinein nicht so optimal findet, in solchen Beziehungen sowieso. Und klar kann man sich für die Zukunft jetzt mitnehmen, das ist ja auch immer wieder mein Rat, die eigene Spielfläche sauber zu halten, um genau solche Situationen zu vermeiden, dass man sich selber fertig macht wegen dieser einen Sache, die man selber falsch gemacht hat. Aber ja, wozu? Er hat dir nicht gut getan. Spielt keine Rolle, ne? Und wenn du es nicht abgestellt kriegst, ja, dann hast du immer noch die Möglichkeit, es zu ignorieren, so, ne? Und einfach
zu sagen, ja, dann, oder kannst du auch sagen, ja, dann hatte ich eben Schuld daran, trotzdem will ich nicht mehr in dieser Beziehung sein. Und dann kommt, wenn eine liebessüchtige innere Stimme kommt, ne, aber es war eine ganz tolle Beziehung, dann, nee, war toxisch, Shitlist machen, da, 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 Bänder drin, null Kontakt, abhaken, weiter, ganz trocken. Ihr wisst ja, mein Programm ist nicht sehr gefühlsduselig, ganz trocken weitermachen, ne. Ich habe ja auch meinen Beitrag zum Scheitern der Beziehung beigetragen. Ja, und? Ihr wart nicht, deswegen ist eigentlich, ich glaube, wir analysieren das hier immer, aber eigentlich muss man einfach sagen, wir waren nicht kompatibel. Wir waren nicht kompatibel. Es ist, ja, du hast auch einen Teil. Ja, ist ja auch in diesem 12-Schritte-Programm von Sex and Love Addicts Anonymous, ja, da gibt es eine Stufe, da beschäftigt man sich mit seinen eigenen Fehlern. Ist ja auch richtig so, ne? Also nicht nur so, die man insgesamt im Fehler gemacht hat, im Leben gemacht hat. Ja, trotzdem heißt das nicht, dass man jetzt über eine vergangene Beziehung nachdenken müsste, ne? Also, ja, also jetzt nachdenken schon im Sinne von, ich versuche daraus zu lernen, ich versuche meine Rolle zu analysieren, ich versuche es nächstes Mal besser zu machen. Aber so analysieren in dem Sinne von, ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig jetzt, oh, hätte ich statt Vanilleeis lieber Erdbeereis nehmen sollen, das bringt nichts, ne? Ich weiß, es ist jetzt, ich weiß, dir geht schlecht damit, ja, ich will nur sagen, das ist sinnlos. Es führt zu nichts. Ne? Also mit Abstand, wenn man so wirklich losgelassen hat aus dieser Liebessucht raus, ist dann purzeln einem sowieso ganz viel Antworten zu. Da musst du gar keine Mühe da mehr für geben. Dann siehst du, also wenn du erstmal raus bist aus dieser, nicht mehr Teil dieses Zyklus bist, dann siehst du deine Rolle, seine Rolle, kannst dann mit einer gewissen Wohlwollen drauf gucken, auf dich, auf ihn. Aber du bist natürlich auch ein bisschen streng mit dir, ne? Also, ja, vielleicht hast du auch irgendwas falsch gemacht. Ja, verzeih dir das, ne? Verzeih ihm, verzeih dir und dann geht's Leben weiter, ne? Also, das heißt natürlich, verzeihen heißt es nicht, dass ihr wieder Kontakt aufnehmen solltet, ne? Ich stelle mir mein inneres Kind dann immer bildlich heulend auf der Kellertrippe sitzen vor und stelle mir vor, wie mein erwachsenes Ich zu ihm runtergeht und es ihm an und tröstet. Ja, ist doch ein schönes Bild. Aber gut, ach nee, das hilft dir momentan auch nicht viel weiter. Ja, gut, ich meine, es ist ja auch nur ein Bild mit diesem inneren Kind, ne? Also, das ist, auch das ist eine Krücke irgendwie so, ne? Aber wenn dir das momentan nicht weiterhilft, dann lass es doch, ne? Und dann fokussiere dich lieber auf so Sachen wie Nullkontakt, Ablenkung, also was alles, was bei mir im Modul Null ist. Ja, wie gesagt, wenn es dir emotional so schlecht geht, vielleicht in irgendeine Form von Behandlung vor Ort zu gehen oder ein Gesprächsangebot und dann geht's weiter, ne? Ich verfall gerne alte Muster, beide Eltern, Alkoholiker, ja. Also es sind doch mehr Sachen, ich will euch da jetzt nicht anträgern. Ja, vielleicht ist das wirklich mal dann Zeit auch mal, ja, sich mal und das Psychomesser zu legen, also sprich auf die Couch, die es ja nicht mehr gibt, aber in der Regel. Gibt es denn nichts, was man gegen diese Schuldgefühle tun kann, außer sich alles bewusst machen mit Shitlist, inneren Kind und so weiter? Ja, also es fühlt sich, ich vermute mal, dass du so im aktuellen Liebeskummer hast, der fühlt sich einfach scheiße an, ne? Und deswegen bin ich ja auch ein großer Fan von Ablenkung, also gerade die ersten Wochen sinnlose Serien gucken. Weil wir haben da oben im Kopf, haben wir nur so einen C64-Prozessor oder so, ne? Und der kann nur so und so viel verarbeiten. Und wenn du den fütterst mit Mickey-Maus-Serien oder ich weiß nicht was, in der Zeit kannst du nicht Schuldgefühle haben und nachgrübeln und ich weiß nicht was. Also wirklich, wirklich ablenken mal, bis du erstmal, weil das ist, glaube ich, schon noch so Entzug, aktiver Liebeskummer. Und ich würde, also du machst so einen Fehler, den wir fast alle machen, also Fehler in Anführungsstrichen, dass du diese Gefühle, die du hast, da muss man vielleicht durch, die zu fühlen irgendwie so, ne? Ah, Schuldgefühle, okay. Du fügst jetzt aber noch Gedanken hinzu. Ich meine auch, dass Eckhart Tolle das immer sagen würde. Also du fügst jetzt noch Gedanken hinzu und indem du zu diesen Gefühlen Gedanken hinzufügst, verklebst du das Ganze und dann wird es so fester irgendwie, ne? Es wäre besser, einfach zu sagen, ah, ich habe jetzt Schuldgefühle, ja, aber das Leben geht weiter, trotzdem war die Beziehung scheiße. On-off, nicht kompatibel, vorbei, ja,
Und da sozusagen dieses Gefühl nicht noch zu verkleben mit Gedanken, so, das wäre so mein Rat. In diesem Sinne, macht die folgenden Kurse und wir sehen uns bald wieder.